Hallo Welt, da sind wir wieder. Ich würde ganz gerne sagen, in unserer sicheren Basis, aber irgendwie wurden wir überlistet. Ein Supermutant, der hat irgendwie unsere Fallen überwunden. Ich glaube, der ist raufgeklettert und hat sich dann von oben abseilen lassen, hat die Fallen, wie gesagt, überwunden. Eigentlich, wo wir jetzt unten sind, ja, genau, ich habe gar nicht mehr dran gedacht, dass da eine Falle steht. Wo wir jetzt hier unten sind, könnten wir ja eigentlich, wir holen erstmal unser Zeug, ja? Wollen wir wieder spielen, Streich? Müssen wir die jetzt doch erledigen hier? So nicht mit uns, ja? Wie bist du darauf gekommen? Der macht uns oben alles kaputt jetzt. Ah, Mann. Menno. Wow. Ja, wir haben ja immer noch unseren Supersprung drauf. Ja, in den Kopf. Tat weh, oder? Komm her, kriegst du noch einen. Fang das. Wie hat er das jetzt alles kaputt gemacht? Hier, reparieren. Und das repariert niemand anders. Wir haben ja keine Siedler, oder? Deswegen war das Ding so leise. Aber wie ist der hier raufgekommen? Ja, nochmal. Der hat uns ausgetrickst. Der ist hochgeklettert an der Seite und dann war er hier. Da müssen wir das alles zumachen hier. Ja, müssen wir wohl. Oh, Moment. Wo sind denn unsere Sachen? Die müssten hier liegen. Ja, da haben wir in der letzten Folge leider gar kein Foto machen können von dem schönen Poster. Hä? Unsere Sachen sind nicht da. Wir hatten keinen Schrott. Deswegen sind keine Sachen da. Okay, alles ist gut. Die räumt auch keiner weg hier, die Leichen. Ja dann, ja dann, ja dann. Das war aber ein Schock am Ende der letzten Folge. Ja komm, dann machen wir jetzt das Foto, oder? Ich denke ja auch immer an den Community-Tab und dass wir da ein paar Fotos reinpacken. Und zwar dann, ja, habe ich mir so gedacht, ist doch ganz schön hier mit der Fotofunktion. Da kann man doch die Fotos dann in den Community-Tab reinpacken. Oh, da. Reinpacken und dann sieht man, was irgendwann mal kommen wird. Vielleicht kann man ja das eine oder andere Foto sogar als na was, als Hintergrundbild nehmen oder so, für sein Handy oder sowas. Mit unserer hübschen Anna Lucrezia drauf hier. Anna Lucrezia einmal ganz anders. Warum muss das eigentlich immer schräg sein bei mir? Machen wir das doch mal gerade. Jetzt kriegen wir das nie wieder. Doch, da ist es gerade. Tiefenschärfe ist egal im Moment und die Stärke der ganzen Geschichte ist auch egal im Moment und Spieler wollen wir anzeigen, Ausdruck brauchen wir auch, aber wir brauchen erstmal Licht drin. Ja, das ist ein bisschen viel Licht. So eventuell. Und jetzt können wir mal gucken, ängstlich? Nein. Müde, nachdenklich, überrascht. Na, das nehmen wir, das sparen wir uns, das Gesicht sparen wir uns auf für draußen. Ja, liebe Welt da draußen, habt ihr denn auch schon geübt vor dem Spiegel? All diese schönen, dieses finstere Lächeln zum Beispiel vor dem Spiegel zu üben oder dieses traurige Gesicht. Dieses wütende oder in Rage. Verwirrt? Das sieht gar nicht so verwirrt aus. Ja doch, das Fragezeichen fehlt noch. Friedlich, am Schlafen fast. Neutral, okay. Gereizt. Beeindruckt. Ja, ich glaube, das lassen wir so. Posieren brauchen wir nicht. Ach siehste, das wollte ich ja mal. Wir wollten uns ja den Shop nochmal angucken. Da machen wir aber eine Special-Folge raus, die dann auch eher veröffentlicht wird. Und ja, sobald die dann gerendert ist, wird die dann veröffentlicht. Diese Special-Folgen kann man ja ruhig öfter machen. Und eher und vor allem ja, aktueller. So. Oder was wollte ich damit jetzt sagen?
ach, das passt doch alles. Ja, okay, das könnte man nehmen, eventuell. Aber das haben wir, glaube ich, schon meistens genommen. Wir lassen das mal rauschen. Ist zu stark mit dem Rauschen irgendwie. Logo hauen wir auch mal rein, ein Logo. Ja, obwohl, ja gut, können wir machen. Natürlich. Packen wir diesmal an diese Seite. Ach so, können wir ja nicht kombinieren. Okay, dann Logos oder was war mit dem Vault nochmal? Ach, das ist doch auch mal ganz schön hier. Das gefällt mir. Ja. Gut, was wollten wir machen? Ganz genau. In dieser Folge werden wir unsere Rüstungsteile etwas verbessern. Gegenstände verwerten brauchen wir ja nicht, haben wir ja nichts. Nein, das brauchen wir nicht. Herstellen können wir und modifizieren. Und reparieren natürlich. Gucken wir erstmal, was wir reparieren und modifizieren können, bevor wir uns dann mal angucken, was wir da überhaupt herstellen können. Lederrüstung Brustteil haben wir hier einmal reparieren natürlich. Egal wie teuer. Der Pimpboy, der Pipboy, der ist ja noch in Ordnung. Und den Vault 76 Anzug. Der ist gar nicht beschädigt. Oh, das hier können wir reparieren, okay. Reparieren, dachte ich. Da müssen wir dann T drücken. Warum können wir das nicht? Kleber fehlt. Ja gut, dann können wir es nicht reparieren. Schon gut. Dann modifizieren wir eben... Ja, was können wir denn? Leichtbau hier. Okay, im Moment. Ja, Taschen. Ja, modifizieren wir hier oben das Teil mal. Ohne Extras. Moment. Standard haben wir. Oh, wir könnten es abkochen. Dadurch würde es uns mehr Schutz geben. Es würde aber auch etwas mehr wiegen. Also es würde ballistischen Schaden 5 abhalten und und Energieschaden 11. Ah. Und wir bekommen schon wieder 10 Atome. Ja, es wird Zeit, dass wir uns den Atomic Shop mal angucken, bald. Keine Lackierung. Okay, leider können wir das nicht. Okay. Ja, Moment mal. Gekocht. Das war alles, was wir machen konnten. Keine anderen Extras. Extras. Haben wir vielleicht noch nicht gefunden. Ja, gut. Dann den Leichtbau haben wir hier dran. Wir könnten keine Lackierung wählen. Oh, oh. Können wir nur den Leichtbau. Und gekocht können wir hier nicht machen, weil... Uns Kleber fehlt, ich verstehe. So, und diese Raider-Rüstung, was können wir daraus machen? Verschweißt ist das mit Taschen? Warum haben wir schon die Taschen? Ach so, verschweißt. Kleber fehlt. Ja, wenn, dann wollen wir sowieso die Taschen. Erhöht nämlich die Tragekapazität. Ist schon okay. Ja, dann war es das erstmal. So, verlassen wir das. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier so Schönes herstellen können überhaupt. Erstmal, ja, jetzt sind wir einmal an der Rüstungswerkbank. Dann gucken wir, was wir hier an der Rüstungswerkbank herstellen können. Helme. Einen Wachbordhelm könnten wir herstellen, wenn wir die Aggressotron-Schaltplatte hätten. Die haben wir vielleicht schon verwertet. Das ist gut möglich. Kopfbedeckungen. Ah, abgewetzter Patriotenhut. Okay. Dann der normale Patriotenhut, der noch gut ist, gut in Schuss ist. Und die patriotische Voltboy-Maske. Kostet nur 2 Holz. Das stellen wir doch mal her. Das stellen wir sogar noch mal her. Ist das was wert? Oh, ist nichts wert, okay. Aber hier so einen abgewetzten Patriotenhut hätten wir dann auch gerne noch mal. Warum immer zweimal?
Ja, liebe Welt da draußen, das würde ich ganz gerne wissen, warum wir das immer zweimal herstellen. Ja, hier brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt, oder? Ja, je mehr Rüstung, umso länger überleben wir eigentlich, aber... Ach nein, wir lassen das. Ach so, ja, warum ich das zweimal herstelle? Ich habe mir Folgendes sofort überlegt, als ich gesehen habe, was da diese Tricentennial-Version, Edition, was die alles kann, was sie dabei ist, habe ich mir überlegt, wir müssen mal ausprobieren, ob wir das Zeug, wenn wir das herstellen, vielleicht auf den Boden werfen können und irgendjemand sammelt das ein. Das heißt, vielleicht können wir das verschenken an irgendjemanden. Und deswegen zweimal. Abgewetzter Patriotenanzug, okay. Ja, das waren die Outfits. Kurz und schmerzlos, das war's schon. Verlassen. Tricentennial heißt die, oder? Was können wir hier Schönes herstellen? Improwaffen wollen wir nicht. Nahkampfwaffen wollen wir nicht. Die Machete könnten wir herstellen. Okay, Wurfwaffen wollen wir auch nicht. Was kostet es denn, so eine Machete herzustellen? Leder 1, Plastik 5, Schrauben 3 und Stahl 8. Müssen wir mal gucken, was die Reparatur kosten würde. Vielleicht ist es ja einfacher, sogar eine Machete neu herzustellen, als sie zu reparieren. Aber ich glaube, nein. Herstellbare Gegenstände umschalten. Ach so, ja. Ah, ja, okay. Sehr schön. Da kann man also die ausgegraut sind, sofort dann ausschalten. Ja, das wird ja vielleicht hier noch erweitert und dann wird das vielleicht zu unübersichtlich irgendwann. So, wir sind fertig. Also ich denke, wir können dieser Folge ruhig den Namen geben. Tricentennial. Weiß ich nicht, Rüstungbank herstellen oder Rüstungsteile herstellen. Mal gucken, was wir jetzt so im Inventar haben und erstmal ausprobieren, ob wir das überhaupt auf den Boden werfen können. Ablegen, können wir das? Moment, dieser Gegenstand wird nach dem Ablegen zerstört. Möchtest du fortfahren? Hinweis, eventuell kannst du den Gegenstand durch Herstellung nachbauen. Aha, ja, aus der Traum. Ja gut, das wäre aber auch... Dann kauft sich ja einer diese Tricentennial-Version und verschenkt dann die ganzen Sachen und dann hat jeder das. Okay, verstehe ich also schon, dass das so ist. Aber etwas anderes, können wir die hier reinlegen? Das wäre ja noch eine Möglichkeit. Können wir nicht, weil sie überhaupt nicht hier angezeigt wird im Inventar dann. Ja gut, können wir sie denn in unsere Lagerkiste legen? Denn sonst tragen wir die Sachen ja mit uns herum jetzt. Das war dann nicht so die beste Idee. Können wir hier ablegen? Was wiegt das? Gewicht 0,10. Ja, wollen wir das jetzt anziehen? Ja, allein, wofür haben wir das denn gekauft? Also ich eigentlich nur, weil ich dachte, Edition, ne? Das ist irgendwie die Gold-Edition oder irgendwas mit besonderen Sachen dabei. Naja, nehmen wir mal mit, um zu gucken. Ja, dann müssen wir auch gucken. Ja, wir gucken uns das ja schon an. Aber eins können wir hier einlagern. So. Aha, in die eigene Kiste können wir einlagern. So, der abgewetzte Hut kommt hier noch rein. Dann dieser Patriotenanzug, der saubere. Ja, so sauber ziehen wir den nicht an und den Hut auch nicht sauber. Dann die Maske. Ja, können wir auch nicht abgeben, leider. Vielleicht geht das über das Handelsmenü, aber das glaube ich dann auch nicht. Nee, das wird nicht funktionieren. Ja, gut. Also ich habe ja die Tricentennial Edition natürlich im Angebot gekauft. Allerdings, wenn ich so überlege, im Prinzip kostet die 20 Euro mehr. Und wenn ich mal an den Atomic Shop denke, man soll aber angeblich 500 Atome noch dazu bekommen. 500 Atome kosten im Atomic Shop 5 Euro. Das heißt 15 Euro für diese Teile und ein paar Lackierungen, die wir jetzt noch nicht gesehen haben. Ja gut, könnte man mal gucken im Atomic Shop. Können wir das jetzt gucken oder unterbrechen wir dann das Ding hier? Ah ja, unterbrechen wir nicht. Können wir jetzt gucken? Ja.
Ja gut, okay. Wenn man sich hier die Preise so anguckt... Ja, das hätte ich ganz gerne hier. Also wenn man sich die Preise anguckt, ja, kommt man schon auf die 20 Euro. Also auch das wird schon wohl überlegt gewesen sein. Wobei ich sagen muss, das gucken wir uns ein andermal alles hier an, ja. Da kommen noch ein paar Sachen dazu und ich möchte ganz gerne eine Special-Folge daraus machen, damit die eher veröffentlicht werden kann als dieses Let's Play jetzt. Aber ich wollte nur mal jetzt wissen, ob das gerechtfertigt ist mit 20 Euro mehr, nur für so ein paar Sachen, ja. Also normal bin ich ja... Okay, ich gehe mal raus, die Musik war etwas laut. Normal, also für mich persönlich und alleine bin ich jetzt nicht so der Freund von diesen Sachen. Also ich sag mal, das sind virtuelle Sachen, die kann man haben, muss man aber nicht unbedingt. Dann war es aber doch so, dass wir zum Beispiel die Gold-Edition von Far Cry bekommen haben und von South Park auch, kann ich mal als Beispiel nennen. Und ganz viele andere Titel natürlich auch. Alles, was gespendet wurde, war meistens schon in einer verbesserten Version. Ja, und dadurch habe ich dann gedacht, naja, da hat man ja was hier. Andromeda habe ich mir dann auch in... Durch eure Spenden, vielen Dank nochmal, Zacki, an dieser Stelle, habe ich mir dann an Andromeda auch die etwas bessere Version gekauft. Und da war eben, ja gut, was war dabei? Da wäre eben für den Nomad, war da irgendwie so eine Goldlackierung dabei und vielleicht noch ein, zwei Gewehre, die aber gar nicht mal so gut waren, was auch in Ordnung ist, aber die auch nicht so hübsch aussahen, finde ich. Ja, gut... Ich sag mal, das ist jetzt mehr für mich privat, würde ich das nicht kaufen, aber ich finde so für den Kanal, für YouTube, ja, da hat man ein bisschen was zu gucken, oder? Da ist ein bisschen, finde ich, also kann man ruhig mal machen. Also ich kann es mir nicht immer leisten. Ich versuche ja auch durch die Spenden jetzt nicht aus dem Fenster rauszuwerfen, aber wie gesagt, diese Tri-Centennial, die war einfach im Angebot. Die war sowieso 20 Euro, über 20 Euro günstiger. Dann habe ich ja noch die Prozente drauf bekommen. Und von daher hat sich das, ja gut. Zum Angucken lohnt sich das. Und jetzt gucken wir uns das aber auch mal an. Die Folge ist gleich schon wieder am Ende. Keine Panik, noch ist sie nicht am Ende. Wir stellen uns diesmal hier schön hin. Ja, genau, da passt das auch mit dem Licht. So, rein. Ach nee, erstmal umziehen. Nein! Okay. Oh oh, was war, was, wo sind wir? Also ich finde, für ein Thumbnail ist das doch jetzt schon ganz gut. Ja, wenn wir noch einen Blick drauf bekommen. Soll ja jetzt nicht zu hell werden. Ja, das hätten wir aber erst so gelassen mit dem Kontrast diesmal. Ein bisschen mehr Sättigung könnten wir drauf geben, damit es richtig schön leuchtet auch. Wow. Zurück. Gleich ist wieder ein Supermutant hinter uns. Achso, Rollen brauchen wir vielleicht nicht. Tiefenschärfe? Nein. Ist egal, das lassen wir so. Aber einen schönen Blick brauchen wir noch. Da nehmen wir uns mal ein bisschen Zeit jetzt. Oh, wo haben wir denn den Blick? Achso, hier. Ausdruck. Achso, und natürlich den hier, oder? Ah, nee, wir nehmen den hier, okay. Müde? Nein. Ängstlich? Nein. Amüsiert? Ja, amüsiert ist es, glaube ich. Das nennen wir diesmal. Ehrfürchtig? Besorgt? Nein. Zuversichtlich? Ja, oder zuversichtlich? Angewidert? Nein. Flirtend? Ja. Freundlich? Ist da überhaupt irgendein Unterschied? Das ist doch gar kein Unterschied. Ja,
Okay, freundlich ist etwas... Ja, okay. Ist etwas in den Mundwinkeln, sieht es etwas anders aus. Glücklich würde ich natürlich auch gerne machen. Beeindruckt. Verwirrt. Ich glaube, das schaltet nicht immer um so schnell. Was war das gerade? Finsteres Lächeln? Nein. Betrübt? Auch nicht. Ernst? Nein. Überrascht. Immer wieder gut. Nachdenklich, müde. Ja, was habe ich gesagt? Amüsiert wäre gut. Das gefällt mir. Und... Zuversichtlich gefällt mir. Flirtend gefällt mir und freundlich gefällt mir. Flirtend. Zuversichtlich. Was war das hier eigentlich besorgt? Okay, nee. Amüsiert. Hm, was nehmen wir denn da? So viel zur Auswahl. Das sieht jetzt aber nicht mehr ehrfürchtig aus hier, oder? Irgendwie ist es durcheinander gekommen jetzt, glaube ich. Dann nehmen wir angewidert. Nein, flirtend. Flirtend nehmen wir so. Fertig. Ja, dann brauchen wir noch einen Rahmen vielleicht dazu. Logos. Achso, das kann man ja nicht kombinieren jetzt. Ja, machen wir so erstmal einen Schnappschuss. Aber dann hätte ich ganz gerne auch mit Rahmen eventuell was. Andenken. Ja, perfekt. Das nehmen wir ja. Finde ich total gut. Also für den Community-Tab jetzt bei uns auf dem Kanal. Und ja, so machen wir dann einen Schnappschuss. Schwupp. Und sind am Ende der Folge, liebe Welt da draußen. Das heißt, ich darf mich bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.